Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf die Filmfabrik. Ich habe jetzt schon mehrmals in den Kommentaren und in unseren privaten Nachrichten gelesen, wie ihr uns gefragt habt, was eigentlich so unsere Lieblingscomics sind. Denn wir lesen ja recht viele Comics, aber es gibt mit Sicherheit viel größere und leidenschaftlichere Comicfans als uns. Aber dennoch möchten wir euch heute mal 10 Comicreihen und Graphic Novels vorstellen, die zu unseren persönlichen Favoriten zählen. Wir werden in Kürze auch dasselbe explizit zu Batman-Comics machen. Daher kommen in dieser Liste heute vorerst keine Batman-Comics vor. Und übrigens haben wir in der Infobox unter dem Video Reflinks eingerichtet zu jedem der von uns genannten Comics. Dann könnt ihr die auch direkt kaufen, wenn ihr wollt. Und wir kriegen sogar einen kleinen Anteil daraus. Wir starten mit einer Comicreihe aus der Sparte Cyberpunk, die es seit den 90ern gibt, nämlich Transmetropolitan vom Autor Warren Ellis. Darin geht es um einen Journalisten namens Spider Jerusalem, der seit Jahren in der Wildnis in einer Hütte im Exil lebt und sich dabei vollkommen gehen lässt. Der ist ziemlich haarig und bärtig und er schuldet seinem Verleger noch 2 Bücher und der macht aus heiterem Himmel Druck und droht mit einer Klage nach der anderen. Und Jerusalem muss also zurückkehren zu einem Job, den er hasst, in einer Metropole, die er verabscheut. Spider Jerusalem basiert ganz offensichtlich auf dem legendären Gonzo-Journalisten Hunter S. Thompson, den Johnny Depp in Fear and Loathing in Las Vegas verkörpert hat. Das Interessante an Transmetropolitan ist dabei, dass das abgedrehte Setting des 23. Jahrhunderts benutzt wird, um Kommentare über die gegenwärtige Gesellschaft und die Politik zu verfassen. Da gibt es sogar einen Präsidenten, der mich sehr stark an Trump erinnert. Und all das wird vermischt mit einer Prise abgedrehtem Humor. Und teilweise ist die Reihe auch recht vulgär und schroff. Und der Bowel Disruptor ist super witzig. Das ist eine Waffe, mit der man andere Menschen zum Durchfall bringen kann. Also wer es außergewöhnlich mag, dem sei Transmetropolitan ohne Bedenken empfohlen. 2005 erschien ein Film, der von den Wachowski-Geschwistern produziert wurde, von den Matrix-Machern. Ein Film, der es wirklich in sich hatte, nämlich V wie Vendetta mit Natalie Portman und Hugo Weaving in den Hauptrollen. Dieser Film basiert auf einem Graphic Novel aus den 80ern, der von Comic-Legende Alan Moore geschrieben wurde. Moore hat nach eigenen Angaben V wie Vendetta nie gesehen und hat sich komplett von dem Film distanziert. Er wäre zu keinem Zeitpunkt gefragt worden, ob er an dem Projekt mitarbeiten möchte. Und so hat er stattdessen seinen Namen aus den Credits nehmen lassen. Ist ja auch nicht unbedingt die einfachste Persönlichkeit der Mann. Aber ich persönlich finde das schade, denn ich glaube, dass der Film dem Comic durchaus gerecht wird. Der Comic ist entstanden als Verarbeitung der eisernen Margaret Thatcher-Regierung in Großbritannien. Aber im Prinzip ist V wie Vendetta ein Appell an die Öffentlichkeit, nicht tatenlos zuzusehen, wenn eine Regierung in die freien Rechte des Individuums eingreift. V wie Vendetta spielt nämlich in einem fiktiven England, in dem nach einem dritten Weltkrieg eine faschistische Partei die Macht übernommen hat. Die titelgebende Figur wie mit der Guy Fawkes-Maske kämpft zusammen mit seiner Schülerin gegen die starken Hände dieser oppressiven Regierung. Wie vor Vendetta ist ein sehr düsterer und erwachsener Comic, der sich mit recht anspruchsvollen Themen beschäftigt und ein absolutes Must-Read ist für jeden Comic-Fan. Allerdings konnte mich noch nie eine Comicreihe über einen so langen Zeitraum so sehr fesseln wie die The Walking Dead Comics von Robert Kirkman. Die Serie kennt mittlerweile so ziemlich jeder. Dabei sind die Comics meiner Meinung nach sehr viel mitreißender und unterhaltsamer als die Serie. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es bereits 158 Ausgaben. Wer aber nicht so viel Geld hat, sich die Ausgaben alle einzeln zu kaufen, das kostet nämlich ein Vermögen, dem seien die dicken Kompendien empfohlen, die jeweils 48 Ausgaben beinhalten und über 1000 Seiten lang sind, die sind schon sehr viel bezahlbarer. Comics und Serie unterscheiden sich teilweise dann auch recht stark voneinander und ohne etwas spoilern zu wollen, die Comics sind sehr, sehr, sehr viel weiter als die Serie der Zeit und gerade ist The Walking Dead an einem Punkt, an dem Themen einer Zombie-Apokalypse durchleuchtet werden, die ich so noch in keinem anderen Werk gesehen habe, aber schon immer sehen wollte. Stichwort Politik. Robert Kirkman ist einfach ein fantastischer Autor, der seine Erzählung derzeit immer komplexer, ausschweifender und interessanter werden lässt. Deswegen bin ich großer Fan der Comicreihe, auch wenn meine Lieblingsfigur aus der Serie, Daryl, darin gar nicht vorkommt. Stephen King, den Horrorschriftsteller, den kennt jeder. Sein Sohn Joseph Hillstrom King ist da noch deutlich unbekannter. Der arbeitet unter dem Künstlernamen Joe Hill, um nicht sofort mit seinem Vater verglichen zu werden. Joe Hill hat vor einigen Jahren eine Horror-Comic-Reihe namens Lock and Key ins Leben gerufen. Eine Comic-Reihe, die es wirklich in sich hat und toll erzählt ist. Es geht um eine Mutter und ihre 3 Kinder, die in England in ein Haus ziehen, das viele, viele magische Türen hat. Und in diesem Haus gibt es sehr viele verschiedene Schlüssel. Lock and Key ist in seinem Kern eine Geisterhaus
Hausgeschichte, denn irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht. Aber die Handlung wird dabei mit sehr vielen Zeitsprüngen erzählt und es ist nicht immer so leicht mitzukommen. Die Geschichte ist recht verworren, aber auch unheimlich kreativ. Und außerdem ist die Gewaltdarstellung oft recht brutal. Und somit haben wir mit Lock and Key einfach Horror-Comic-Literatur, die ausschließlich für Erwachsene geeignet ist. Wer Lock and Key liest, wird überwältigt sein von der Kreativität und der düsteren Atmosphäre, die die Reihe aufbaut. Ich mag die Reihe wirklich sehr. Damit kommen wir zu einer der einfühlsamsten und tiefgründigsten Comicreihen, die ich bisher gelesen habe in meinem Leben, nämlich Daytripper. Daytripper hat 10 Bände, die man auch gesammelt als einziges Buch kaufen kann. In den 10 Ausgaben geht es um 10 verschiedene Lebensabschnitte des Autors Brás de Olivas Domínguez, die alle mit demselben Ereignis enden, seinem Tod. Daytripper hat mich persönlich extrem beeindruckt. Es ist eine sehr differenzierte, gründliche, aber auch unterhaltsame Auseinandersetzung mit den allerwichtigsten Themen aus dem Leben. Es geht um Themen wie Freundschaft, Familie, Vaterschaft und natürlich geht es auch um die eigene Vergänglichkeit. Daytripper ist eine wirklich sehr, sehr schöne Comicreihe, die ich wärmstens empfehlen kann. Damit kommen wir zu einer legendären Comicreihe, die es seit kurzem auch als TV-Serie gibt, unter der Schirmherrschaft von Seth Rogen. Die Rede ist von Preacher. Darin geht es um 3 Personen, den ehemaligen Prediger Jesse Custer, seine Ex-Freundin Tulip und den trinkwütigen Ian Cassidy, der auch eine sehr besondere Eigenschaft hat. Im Himmel findet eine Rebellion statt, weil ein Engel und ein Dämon ein gemeinsames Kind namens Genesis gezeugt haben. Eine Zeugung, die so nicht existieren darf. Genesis ergreift von Jesse Custer auf der Erde Besitz, sucht da Zuflucht und der Preacher, also Jesse, ist plötzlich in der Lage, den Willen von Menschen mit seinen Worten zu kontrollieren. Preacher ist teilweise sehr blutig und sehr vulgär, schrill, abgedreht, aber auch wirklich sehr kreativ geschrieben. Und es ist sehr spaßig zu lesen, in welche verrückten Winkel sich die Geschichte entwickelt. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber von den Comics bin ich wirklich großer Fan. Damit kommen wir zu einer Comicreihe, die gemeinhin als eine der besten aller Zeiten gilt, Sandman von Neil Gaiman. Sandman ist eine extrem verworrene und zum Teil recht gewalttätige Geschichte, in der es um den Traum höchstpersönlich geht. Ein Wesen mit vielen Namen, der Herr der Träume, der im Prinzip die Träume des Menschen personifiziert. Die Comicreihe startet damit, dass der Herr der Träume von einem Okkultisten gefangen genommen wird, zusammen mit seinen Geschwistern Tod, Fieberwahn, Zerstörung, Schicksal, Verlangen und Verzweiflung reist er von Dimension zu Dimension und der Leser bekommt eine Abhandlung darüber, was für den Menschen Realität und Wahrheit eigentlich bedeutet. Viele bekannte Menschen und Figuren aus der Comicwelt kommen vor. Gleich zu Beginn gibt es ein Cameo von Batman, William Shakespeare kommt darin vor, John Constantine und gegen Ende sogar auch Clark Kent und viele weitere. Sandman wurde in einer Zeit geschrieben, in der sich Comics in einem Prozess des Erwachsenwerdens befanden. Man versuchte in der Mainstream-Comic-Literatur tiefgründigere und erwachsenere Themen zu behandeln und Sandman prägte diese Entwicklung immens und verkaufte sich in seinen letzten Ausgaben sogar besser als Superman und Batman. Damit kommen wir ehrlich gesagt zu meiner persönlichen Lieblingscomic-Reihe, die ich aber heute nur auf die 3 gepackt habe. Ich halte sie nämlich nicht für die beste oder tiefgründigste oder komplexeste Geschichte aller Zeiten, aber ich habe noch nie eine Reihe so schnell und so oft verschlungen wie Why the Last Man. Darin geht es darum, dass eines Tages auf einen Schlag alle Lebewesen mit dem Y-Chromosom aussterben, sprich alle Männer auf dem Planeten und alle männlichen Tiere sind auf einen Schlag nicht mehr da. Fast alle. Es gibt nämlich 2 Ausnahmen. Der clevere Taugenichts Yorick Brown und sein Kapuzineräffchen Ampersand sind aus irgendeinem Grund die einzigen Überlebenden dieser riesigen Apokalypse. Why the Last Man ist nicht nur wahnsinnig unterhaltsam und voller witziger und spannungsgeladener Momente. Nein, Why the Last Man ist auch eine sehr interessante Betrachtung dessen, was mit der Welt passieren würde, wenn auf einen Schlag die gesamte männliche Bevölkerung ausgelöscht wäre. Es ist eine super interessante Apokalypse. Ein super brutaler Amazonenstamm entsteht. Die Welt verfällt ins Chaos und als Yoricks Existenz bekannt wird, will ihn so gut wie jeder aus den verschiedensten Gründen in die Finger bekommen. Dabei will Yorick eigentlich nur seine Freundin Beth wiederfinden, die sich zur Zeit der Apokalypse im australischen Outback befand. Yoricks Figurenentwicklung über alle 70 Ausgaben oder 10 Sammelbände, die ist äußerst raffiniert ausgearbeitet und sehr lesenswert. Schon seit Ewigkeiten gibt es auch Gerüchte darüber, dass die Reihe als Fernsehserie adaptiert werden soll, aber bisher ist noch nie etwas draus geworden. Damit kommen wir zu einem Graphic Novel, das zahlreiche Preise abräumen konnte. Watchmen, ein weiteres Werk von Alan Moore und sein großes Meisterwerk. Der Comic spielt in einer
ja, eher fiktiven Version der USA, in der der Kalte Krieg noch voll im Gange ist und die Sowjets noch immer die ganz, ganz großen Erzfeinde sind. In dieser Welt gibt es eine Reihe von Superhelden, die auf den Straßen für Ordnung sorgen, doch das Treiben wurde per Gesetz verboten und so haben viele der Helden ihr Cape abgelegt, als eines Tages unter mysteriösen Umständen einer der sogenannten Watchmen, der Comedian, getötet wird, begibt sich sein ehemaliger Partner Rorschach auf die Suche nach dem Täter und wittert eine ganz, ganz große Verschwörung. Zu Watchmen kennt man mittlerweile auch den sehr bekannten Film von Zack Snyder. Der wird zwar nicht von allen Fans des Comics gemocht, auch wenn der Film sich sehr stark an dem Comic orientiert. Ich finde deswegen, dass Snyder bei dem Film der schwierige Spagat gelungen ist, einen Film zu inszenieren, der die Stimmung des Graphic Novels auch wirklich einfängt. Trotzdem ersetzt er den Comic natürlich nicht. Insbesondere das Ende vom Watchmen-Comic ist nochmal mehrere Ecken verworrener, abgefahrener und komplexer als das Ende des Films. Watchmen ist ganz allgemein so viel mehr als nur irgendein Superheldenfilm. Moores Superhelden sind nämlich moralisch ambivalente Figuren, die allesamt dieselben Schwächen und Fehler haben wie der Normalbürger. Moore dekonstruiert den Superheldenmythos in einer wundervollen, mitreißenden Geschichte. Der beste Comic, den ich persönlich aber jemals gelesen habe, ist für mich ohne jeglichen Zweifel Maus von Art Spiegelman. Ich weiß noch genau, wie ich abends nur mal kurz reingucken wollte und dann doch den ganzen Band verschlungen habe. Maus ist die Geschichte eines Mannes, der über das Leben seines Vaters ein Buch verfassen möchte. Der Vater, Vladek Spiegelman, ist eine sehr schwierige Persönlichkeit, der auch mal dazu neigt, zum Choleriker zu werden. Aber seine Lebensgeschichte, die ist atemberaubend interessant. Als junger Erwachsener hat er nämlich die Internierung in ein Konzentrationslager überlebt. Ähnlich wie George Orwell es auch in Farm der Tiere gemacht hat, so sind die Figuren in Spiegelmanns Comic keine Menschen, sondern Tiere. Die Juden sind zum Beispiel Mäuse, die Deutschen sind Katzen. Maus ist eine faszinierende Erzählung und es fühlt sich über weite Strecken des Comics auch wirklich so an, als wäre man zusammen mit Vladek im Lager und würde dieselben Leiden erfahren wie er. Wirklich dermaßen gut ist Maus geschrieben, sogar so gut, dass Maus bis heute der einzige Comic ist, der jemals den Pulitzer-Preis gewinnen konnte. Aber auch die Rahmenhandlung vom Sohn, der um die Anerkennung und die Liebe seines Vaters kämpft, die ist äußerst einfühlsam beschrieben und toll erzählt. Wer sich für Comics interessiert oder wer sich für die deutsche Geschichte interessiert oder wer eine der besten Erzählungen lesen möchte, die ich je in die Finger bekommen habe, der sollte sich so schnell wie möglich eine Kopie von Maus zulegen, denn in Sachen Comics ist Maus für mich das Beste, was es gibt. Wie gesagt, schaut auch mal unter dem Video in der Infobox nach, da findet ihr die ganzen Links zu den Comics und in Kürze machen wir so ein Video auch nochmal, aber explizit mit Batman-Comics. Da erfahrt ihr dann, was für mich persönlich die 10 besten Comics aus dem Batman-Universum sind. Das solltet ihr euch unbedingt angucken. Genauso auch unsere anderen Videos. Wie wäre es zum Beispiel mit meinem Video über die neuesten Filme aus dem Hause DC, also aus dem Extended Universe? Da habe ich mal genau erklärt, was mich an den Filmen Suicide Squad, Batman wie Superman und Man of Steel so stört. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und abonniert uns auch auf unseren Social Media Accounts. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper.